War eine ordentliche Saison und ich denke, wir sind happy, dass wir jetzt schon am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnten. Heute super Tag für uns. 5-1 nach den Einzeln. Ich freue mich einfach mega. Es war nochmal ein guter Abschluss heute. 5-1 nach den Einzeln. Geht kaum noch besser. Und ja, ich bin stolz auf das Team. Besser hätte das letzte Heimspiel für den LTTC Rot-Weiß nicht laufen können. Die Berliner gewannen am Freitag souverän mit 7:2 gegen die Tabellenschlusslichter aus Bielefeld und haben den Klassenerhalt damit vorzeitig festgemacht. Uns fehlte noch dieser eine Sieg, um den Klassenerhalt heute am vorletzten Spieltag fix zu machen. Den haben wir sehr souverän eingefahren. Wie schon am vergangenen Spieltag mussten die Rot-Weißen auch dieses Mal wieder auf ihre beiden Topspieler verzichten, Rudi Molliker und Bernabe Zapata Miralles. Beide sind zurzeit in den USA und bereiten sich auf die Qualifikation zu den US Open vor. Ein Ausfall, den die Berliner allerdings problemlos verkraften. Daniel Altmaier siegte direkt im ersten Spiel eindeutig mit 6:3 und 6:2 gegen Paul Carrière. Altmaier kann damit schon jetzt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Er verlor bisher nicht ein Spiel und muss nur noch in Bremen gewinnen, um eine perfekte Saison zu absolvieren. Mein Einzel war sehr solide, habe mich wirklich gut gefühlt, kein Aufschlagspiel verloren. Von daher war das ein ordentliches Match für mich und ich denke, die letzten Wochen waren jetzt auch sehr, sehr gut. Und auch Lennart Sohr entschied sein Einzel schnell und eindeutig für sich. Er setzte sich ebenfalls mit 6:3 und 6:2 gegen Kevin Kaczynski durch. Nach dem Saisonabschluss in Bremen geht es für ihn nun erst einmal wieder in die USA. Dort spielt Sohr für die University of Wisconsin, bevor er zum Start der nächsten Saison wieder in die Hauptstadt kommen wird. Ja, also mit dem Einzel bin ich zufrieden. Ich habe zwar nicht so gut angefangen, habe es wieder dann in die Hand genommen und habe dann gut zu Ende gespielt. Deswegen bin ich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Einzel. Den dritten Sieg des Tages für Rot-Weiß konnte der Franzose Jean Romand Bravo. Einfahren. Er gewann sein Spiel ebenfalls in 2 Sätzen, 6:2 und 6:4. Robert Strombach musste für seinen Sieg anfangs etwas härter kämpfen. Sein Gegner Yannick Rother war in den ersten Spielen klar besser und konnte sich dementsprechend auch absetzen. Mitte des ersten Satzes fand Strombach dann aber ins Spiel und begann eine Aufholjagd. Bei einer 5:4 Führung des Gegners konnte er schlussendlich breaken und den Satz dann mit 7:5 für sich entscheiden. Der Knoten war damit geplatzt und der Berliner entschied auch den zweiten Satz. Diesen dann wirklich souverän mit 6:0 für sich. Dann im ersten habe ich das dann gedreht, einen Break gemacht, also kam zurück und habe dann den ersten Satz sogar noch 7:5 geholt. Und dann lief es auf einmal, Hand war locker und zweiter Satz dann ganz schnell 6:0 und dann konnte ich mich auch freuen mit den anderen Jungs. Auf der 1 ließ Nino Serdarusic seinem Gegner Antoine Escoffier keine Chance. Das Ergebnis ein glasklarer Zweisatzsieg 6:1 und 6:0. Lediglich David Guez musste sich am Freitag seinem Gegner geschlagen geben. Valentin Günther vom Bielefelder TTC bezwang den Franzosen nach einem langen Match mit 6:4 und 7:5. Der Spieltag war dennoch vorzeitig mit 5:1 entschieden. Nach den Einzeln für die Männer von Rot-Weiß definitiv ein Grund zum Feiern. Aber alles in Maßen, denn das Team von Trainer Timo Tapleg möchte auch am Sonntag in Bremen noch einmal eine starke Leistung abliefern. Ja, ich denke schon, dass wir jetzt ein bisschen feiern werden, aber ganz gemütlich. Wir müssen morgen früh ja noch nach Bremen und da wollen wir auch noch eine gute Leistung bringen. Ja, ich denke jetzt gegen Bremen fährt die Mannschaft hin, versucht trotzdem ihr Bestes zu geben. Wenn am Ende dann nochmal ein Sieg rauskommt, wäre natürlich super für alle Beteiligten. Sind alle gespannt aufs letzte Spiel. Wir werden trotzdem alles geben, auch wenn wir jetzt schon den Klassenerhalt haben. Gewinnen wollen wir immer. Also das ist das Wichtigste, glaube ich, für uns alle. Auf geschenkte Punkte sollte sich der Bremer Tennisclub also nicht einstellen. Mit einem weiteren Sieg könnte Rot-Weiß die Saison sogar auf Platz 3 abschließen. Grund genug also, am Sonntag noch einmal richtig Gas zu geben. Das Ergebnis erfahrt ihr natürlich bei Hauptstadtsport TV.